Ich will mal ein bisschen über selbsterfüllende Prophezeiungen reden. Wir alle nehmen in unserer Kindheit Erfahrungen auf, übernehmen Erfahrungen von Eltern, von Lehrern, von der Gesellschaft, von den Medien. Und das führt sich in unserem Leben fort. Und wir haben eine Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert. Und wie gewisse Dinge zu sein haben, wie gewisse Dinge sind, wie gewisse Dinge funktionieren, wer gut ist, wer böse ist, wer lieb ist und so weiter. Also wir haben eine gewisse Vorstellung von der Welt. Diese Vorstellung ist durch uns selbst produziert und von außen an uns herangetragen. Und das kombiniert bildet quasi unser Weltbild. Und wir filtern alle Eindrücke, die wir von außen bekommen, die wir hier und jetzt von außen in diesem Moment bekommen, filtern wir durch diese Erfahrungsfilter. Und dadurch nehmen wir selektiv wahr. Das heißt, wir filtern das heraus, was nicht unseren Vorstellungen entspricht, und nehmen das mit hinein, was das bestätigt, was wir sowieso schon denken. Das ist die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, wenn man denkt, dass Ausländer schlecht sind oder alle Ausländer kriminell sind oder wenn man denkt, die Politiker sind alle scheiße oder wenn man denkt, Kinder nerven, nur um drei Beispiele zu nennen, dann wird man auch immer diese Erfahrungen machen, weil man alle objektiven Eindrücke, die völlig objektiv und wertfrei sind, die aus der Umwelt auf einen hereinströmen, immer dahingehend filtert. Man will also immer das, was man denkt, bestätigt wissen. Und wenn man dann so eine intensive Erfahrung macht, dass man das, was von außen kommt, gar nicht mehr filtern kann, weil es so eindeutig gegen das eigene Weltbild spricht, dann wird man da eine Abwehrhaltung entwickeln. Man wird also sich im Kopf rationalisieren, warum das gerade passiert ist und dass das ja sowieso nichts zu bedeuten hat, dass das sowieso an den anderen liegt, dass die anderen schuld sind und so weiter. Das heißt, wenn irgendwas, wenn zum Beispiel man dann plötzlich Leute sieht, die völlig gegen das handeln, was man in seinem Weltbild hat und da eigentlich gar nichts anderes mehr vorhanden ist, was man reinlassen könnte, sondern was alles kommt, also alles, was reinkommt, würde gefiltert werden. Das heißt, man hat da gar keine Möglichkeit, das bestätigt zu sehen, was man in seiner Weltanschauung hat. Dann wird man andere verurteilen dafür, dass das so ist. Also man wird wieder versuchen, das eigene Weltbild durch Verurteilung anderer aufrechtzuerhalten. Und meistens ist es ja so, dass wir von Medien und Eltern und Lehrern und allen möglichen Leuten eingeredet bekommen, du musst dich anstrengen, sei nicht so faul. Beweg mal deinen Arsch. Wie siehst du denn überhaupt aus? Sei ein braves Mädchen. Hör auf, so viel rumzuschreien. Was weiß ich? Die Politik ist schlecht. Alles ist eine Verschwörung. Die Welt meint es nicht gut mit dir. Du musst dich anstrengen, um was zu werden und so weiter. Das sind alles Dinge, die fast jeder, und da geht es jetzt wirklich darum, dass fast jeder diese Aspekte in seiner eigenen Weltanschauung drinne hat. Und das sind ja negative Dinge. Das heißt, wir werden alles Negative, was diesem Weltbild entspricht, durchlassen und das wahrnehmen und das andere wird rausgeblockt und rausgefiltert. Das ist also kein Wunder, dass wenn wir dauernd in unserer Kindheit und in unserem Erwachsenwerden und durch die Medien jeden Tag diese Scheiße hören, dass wir auch nur diese Scheiße erleben und diese Scheiße wahrnehmen, weil das ist das Einzige, was wir durchlassen durch unseren Filter. Und ein einfacher Weg, das zu ändern, ist zu erkennen, dass es so ist, zu erkennen und zu verstehen, was dahinter steckt. Das Verstehen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann aktiv seine eigenen Erfahrungen, sein eigenes Weltbild umschreiben. Dadurch, dass man es versteht, wie krankhaft das alles ist, kann man ganz einfach und auf einer tiefen Grundlage basierend das umschreiben. Man kann also quasi sich die positiven Dinge einverleiben. Man kann sehen, die Welt ist gut. Die Welt gibt jedem die gleichen Chancen. Alles, was passiert, hat einen Sinn. Es gibt nichts Sinnloses. Jede Beziehung ist sinnvoll. Jeder Streit ist sinnvoll. Man kann also wirklich das Leben aufsaugen, so wie es ist. Man kann sich dem Leben hingeben. Man kann selbst die vorher negativen Dinge
quasi umschreiben in positive Dinge, als Erfahrung sehen, als Erfahrung, die einen weiterbringt. Das Negative kann man als Impuls sehen, die eine starke emotionale Reaktion vorruft und die einen dann weiterbringt, wohingegen eine dahin plätschernde schöne Erfahrung, die ins Weltbild passt, einen nicht angespornt hätte, was zu tun. Also man kann alles umschreiben und man kann dann die Welt positiv sehen und dann kann man die ganzen Dinge, die auf einen einströmen, kann man dann so nehmen, wie sie sind, und wenn mal was rausgefiltert wird, wird eben das Schlechte herausgefiltert und das Gute wird durchgelassen. Und wenn mal das Schlechte durchgelassen wird, dann kann man es immer noch erkennen und kann dann danach drüber nachdenken, aha, da ist das Gute darin, ich habe das Gute darin gerade gesehen. Auch wenn es im ersten Moment negatives Gefühl auslöst, man kann auch noch einen Tag, eine Woche, ein Jahr später darüber nachdenken und das in etwas Positives im Kopf zu verwandeln. Denn alles ist so, wie es ist und nicht anders und alles ist ohne Wert, alles strömt auf einen ein, völlig objektiv. Das Ding ist, was wir daraus machen. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.